Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben natürlich eben gerade wieder richtig schön schnell gestern die Zeit vergessen und waren so fasziniert davon, was man hier wieder alles machen kann. Es ist einfach toll. Dieses Modpack ist toll, das Spiel ist toll, ist alles toll. So, also nochmal herzlichen Dank daran, an die Leute, die das Spiel mal irgendwann erstellt haben oder die Idee hatten, dazu so ein Spiel zu machen. So. Gut, jetzt können wir nämlich da oben wieder hochgehen und können erstmal hier gucken, was ist denn, wieso ist denn, hier passiert wieder nichts. Ah ja, jetzt haben wir wieder so lange rumgespielt, dass hier oben keine Kohle drin ist, ne? Yep. Ach ja, na gut, dann machen wir den Kohleburg einmal. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, einmal hier oben Kohle reinstecken, dann hier die Kohle reinwerfen, dann das mitnehmen. Oh, das ist gar nicht mal so wenig hier, da passen wir irgendwo durch. So, dann nehmen wir das mit. So. Aber wir haben gerade geguckt beim Kohleprocessing 2, was wir da so alles Tolles kriegen. Und da war ich ihm gerade so ein bisschen, da muss ich dann mal drüber nachdenken und mal nachrechnen. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, das hätte ich jetzt in der Pause machen können. Ohne euch quasi mal schnell überschlagen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ist das sinnvoll, wenn wir da die Pellets machen und was können wir aus den Pellets weitermachen? Das ist die nächste Frage. Vielleicht kann man die Pellets ja weiterverarbeiten. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Steuerung E. Pellet. So. Coke Pellet. Use for. Gibt's nichts. Kann man nur herstellen und dann verbrennen. Okay. Also aus 5-mal Coke wird ein Coke Pellet. Okay. Das ist doch nicht gut, oder? Mal gucken, wo ein Coke Pellet. Das heißt im Groben, warte mal, das sehen wir hier in der Forschung. Da haben wir es gesehen, ne? 5-mal Coke ist 25 Heizwert, wird zu 30 Heizwert. Okay. Und hier werden 25 Heizwert zu 30. Nee, 25 Heizwert werden hier zu. Das wären 5, das wären 2 Carbon, ne, 5 wären 3 Carbon, 6 Carbon, ich glaube über 6 Carbon und 6 Carbon sind 36, okay, also mit Carbon haben wir einen höheren Heizwert, auch wenn wir dann noch ein bisschen mehr von irgendwelchen Zeugs verbrauchen, alles klar. Also das war jetzt so kurz im Kopf überschlagen. Moment, ja, danke, wieder fertig, so. Ich muss hier mal ganz kurz noch das Zeug durchrödeln. Gucken wir hier mal, haben wir da noch? Haben wir noch zweimal. Können wir schon mal hier wieder mit reinschmeißen. Dann haben wir hier aber auch jetzt so wahrscheinlich Zinn ohne Ende. Oh ja. Sehr gut. Die Dinger fehlen dir, weil hier kein Eisen. Das können wir beheben, das Problem. Okay, da ist noch was. Hier fehlt dir Zinn. Na komm, gehen wir mal hin. Da haben wir noch genug von. Hier fehlt auch bald Zinn und Eisen. Hier fehlt Blei. Hier fehlt Kupfer. Und hier fehlt Zinn. So. Und hier fehlt Kupfer. So, jetzt haben wir erstmal die ganze Produktion der grünen Fläschchen ordentlich gepimpt. Da haben wir ordentlich was reingesteckt. Gott. Gut. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viel Eisen wir jetzt hier herstellen in der Zeit schon. Oh, okay. Jetzt sehen wir erstmal, wie das aussieht, ohne dass Vorrat ist. Ich glaube dann. Jetzt weniger Energie im System? Nee. Also es ist ganz selten, dass der zweite da hinten nochmal was bekommt. Ne? Er frisst eigentlich alles weg. Okay. Der futtert alles weg. Oh, hier die Müllkiste ist auch schon ganz schön voll. So, dann haben wir nochmal 100 Zinnplatten gekriegt. Sehr gut. Hier sind 21 Zinn drin. Im Moment, da können wir doch was gegen tun. Da haben wir doch hier bestimmt noch ein paar mehr drin. So, dann nehmen wir hier das mal noch raus und verteilen erstmal das hinten in den Crushern.
damit die wieder ein bisschen mehr zu tun haben. Landfills haben wir 172, ist jetzt nicht so viel. Hier kommt nicht ganz so viel an, nehme ich mal an. Oh ja, 500 Steine haben wir auch schon. Warte mal, wir könnten eigentlich mal hier noch daraus ein Stack von diesen Steinen haben. Ich muss schon 600 mal Sand. Das brauchen wir nachher für die Elektrolyzer. Da muss man sowieso noch gucken, wo wir da Clay nachher rauskriegt. An welcher Stelle wir es da mal ganz kurz abbrechen müssen. Wie sieht das hier aus mit dem Sauerstoff? Ist jetzt sogar ausreichend im System? Sehr gut. Also so langsam wird's. So, hier ist die Forschung an sich in Gang. So. Dann gucken wir mal. Nehmen wir hier die ganzen roten Stände. Das nehmen wir mal noch raus. Werden wir unten dann reinschmeißen in die Weinproduktion, ne? So. Das sieht schon mal ganz gut aus hier. Da haben wir nochmal 68 davon. Geht nochmal da rein. Zinn mitnehmen. So, und jetzt gucken wir nochmal hier. Wird wahrscheinlich die... Ah, hier, deswegen. Kein Kupfer. Moment, wir haben noch ein paar Bretter. Können das hier mal ganz kurz pimpen. Das geht noch, das geht noch. Hier können wir mal auch wieder ein bisschen Kupfer nachlegen. Damit wir da auch nicht in einen Engpass laufen. Ne, das sieht gut aus. So, dann haben wir schon wieder 14 Flaschen. Können uns die nächste Forschung raussuchen. So. Ich schaffe es einfach nicht, das alles, was ich schon erforscht habe, auch mal neu zu bauen. Weil ich noch damit beschäftigt bin, das alte erstmal am Laufen zu halten, soweit. Aber das ist schon mal ganz gut. So, wir wollten da eigentlich mit hin. Da brauchen wir Clay Bricks zu. Da brauchen wir irgendwo Leim zu. Leim, das war auch so eine Sache. Warte mal, kriege ich Clay Bricks nicht irgendwo anders her? Brauche ich da unbedingt Leim zu? Steuerung E. Clay Bricks. Ah, unfired. Gibt es nur ein Rezept für. Brauchen also auch Leim für. Leim kriegen wir aus Limestone und Limestone kriegen wir aus Light Mud Water. Alles klar, dann werden wir jetzt mal noch eine Limestone-Produktion hier in Gang bringen. Du hast hier Light Mud Water, dann machst du jetzt Limestone. So, dann kriegst du jetzt hier zwar nicht mehr viel ab, aber du hast ja so viel Sand hier drin. So, das sollte dann ja erstmal eine Weile reichen. Dann müssen wir natürlich dann noch ein Blastfurnace für abstellen, der das macht. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu viel Sondermaterialien dann hinbringen muss, damit er das überhaupt macht. So, dann haben wir nochmal 7 Stück. Dann haben wir nochmal 9. So. Dann. Weil wir da noch nicht weiterkommen, gucken wir hier mal. Also das ist okay, das ist auch okay. Da kriegen wir Carbonmonoxid und so. Da sind wir durch. Cold Processing haben wir quasi abgeschlossen, den Zweig. Dann gucken wir mal hier weiter. Was gibt's hier? 100 Nafta, da kriegen wir dann... Aha. Dampf und 100 Nafta. Also irgendwo müsste ich jetzt Nafta herkriegen. Da muss ich mal nachher gucken. Als Nebenprodukt. Wir können natürlich das hier erstmal erforschen, damit wir die Dinger gecrashed kriegen auch. Da haben wir ja schon ein paar Stück von. Man könnte natürlich auch hier Advanced Tint Smelting machen. Da könnte natürlich auch was Schönes bei. Was braucht man da? Tin-Ohr, da braucht man Coke und dieses Zeugs. Molten Copper und Wasser würde dann die Wire Coil geben. Achso, das ist okay. Ja klar, das ist klar. Oder hier die Sorting Machine. Dass man die so ein bisschen danach abstimmen kann, was sie macht. Also was sie rauskriegt. Aber dann brauchen wir wieder dieses Crushed Rhubarb. Da können wir mit dem Gewaschenen wieder nichts machen, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob dann da mit dem Gewaschenen auch noch was geht. Ach komm, machen wir erstmal das hier. Da gehen noch ein paar rote Fläschchen mal weg dann. So, wie sieht es hier aus mit der Kohle? Gut. Alles klar, gut. Aber, jetzt gucken wir das nochmal an da unten. Da sehen wir jetzt so wahrscheinlich, dass der da hinten gar nicht mehr läuft, ne? Der hier, der kriegt einfach nichts zu tun. Ganz selten mal, dass hier wahrscheinlich einer durchläuft.
Also kann man sagen, zwei reichen für die Produktion nicht aus. Gut, dann haben wir das geklärt. Dann können wir das nämlich gleich hier schon mal erweitern, dass man hier vier braucht, um quasi den Strang hier immer auszulasten. Nö, das können wir erstmal da... Nein, doch, nee, können wir da nicht stehen lassen. Weil wir müssen dann da anders das Material hier an den Crusher bringen. Und deswegen wird das ein wenig weiter nach unten gebaut werden müssen. So. Gut. Wissen wir das auch. Dann heißt also, wir brauchen zwei mehr davon. Von diesen Dingern. Und eine mehr davon. Hm. Ist nicht weiter schlimm. Ist wirklich nicht weiter schlimm. Das kriegen wir hin. Das tut nicht weh. So, dann reißen wir den erstmal nochmal wieder ab. Dann brauchen wir, wo sind denn, wo kommen die denn? Da sind die Filtration Units. Gib mir die mal. Und gib mir das Ding auch mal gleich. So, wenn die vier Stück da dann sowieso rauslegen müssen in eine Richtung, können wir die auch, bauen wir die in Reihe auf. Machen wir die wirklich so eng in Reihe auf, dass wir dann nicht durchgehen können? So. Immer rumlaufen müssen. Auch kritisch. So, dann brauchen wir Förderbänder. Und zwar brauchen wir Förderbänder, die das hier hinbringen. Genau so. Mal wieder Förderbänder, müssen wir mal ein paar herstellen. Und Förderbänder, machen wir ein paar. Gut, dann brauchen wir Legearme, brauchen wir auch ein paar Stück. Und hier müssen wir dann sagen, einmal komplett den Strang durch. Da können wir eh nicht durchlaufen, also von daher ist das egal. Angeschlossen an, da ist ein Durchgang, zwei von denen hier, so. Und zwar nee, warte mal, die können wir doch bis daran anschließen. Gar kein Problem. So. Genau, hier müssen wir aufpassen. So. Jo, ist ja gut. So. So. Genau um einen nicht, ne? Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. So, dann machst du das, du machst das und wir wissen ja, dass wir das war die falsche Kiste, die wollte ich nicht, egal. Wir wissen ja, dass wir hier was rausholen müssen, ne? Und was reinstecken müssen. Brauchen wir noch eine Fabrik? Wo ist die Fabrik? Hier. Da haben wir sie. Die macht dann nämlich die Filter. Da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir durch. Moment, dann, wie weit steht denn, dann stellen wir die noch einmal rüber. Das stört mich jetzt auch nicht. So. Wo ist er hingekommen? Da. So. Na? So, das wird noch lustig hier mit den Kisten.
ist ganz schön doof eigentlich mit den Kisten. Eigentlich müsste sie wirklich eine in der Mitte stehen. Aber da können wir nicht rein und rauslegen gleichzeitig, ne? Aber wir können hier mal rauslegen in die Fabrik. Und die liegt da einfach rein. Ja, so machen wir das. So, rauslegen, rauslegen, da reinlegen. Und hier brauchen wir einen langen Arm. Da brauchen wir auch keinen schnellen Arm eigentlich. Das müssten die eigentlich genauso gut können. So. Nimm die mal ab hier. Ah, Mist. Fabrik wollte ich jetzt nicht abreißen. So. Die langen. Nehmen hier aus dieser Kiste raus und bringen da rein. Und jetzt wollen wir schon wieder mehr Land. Hoppala. Wieder wo gegen gelaufen. Aufglitscht ist er. Aufglitscht. So, machen wir wieder gerade hier. Was können. So. Machen wir hier unten noch eine Kiste davor. Da muss nämlich dann. Nee, da reicht auch ein langsamer aus, glaube ich. Für die Kohle. Da muss in Kohle reingelagert werden. Gut. Dann jetzt nochmal wieder die Rohre verlegen hier. Dahin, dahin. Das da. Und das dann daran. Gut. Dann bestromen wir die ganze Geschichte jetzt hier. So, du brauchst sowieso Strom. Warum kann ich dich? Kann ich? Nee. Kann ich? Doch, kann ich. Kann ich so weit runterziehen, dass du die mitbestromst. So, gut, aber dann ist der sowieso hier bestromt. Warte mal, dann machen wir den einen hier hin. Einen dahin. Einen dorthin. Langt der rüber? Der langt sogar rüber. Nur ich nicht. Moment. Der langt hier rüber. Dann brauchen wir einen für die Seite. Einen für die Seite. Und einen hier unten in der Mitte. So. Müsste das doch hier immer in der Mitte sein, ne? Müsste eigentlich immer genau auf die Mitte drauf zulaufen. Gut, dann haben wir das hier aufgebaut. Die Teile müssen dann natürlich noch Arme bekommen, die rauslegen. Das wäre natürlich toll, wenn man das jetzt vom Förderband schon gleich mal richtig gebaut hätte, aber naja, gut. So. Die müssen rauslegen, dann nimmt der das rein, der macht denn das hier. Der Crusher, kriegt der Crusher von 4 das gecrushert? Oh, der steht da nicht ziemlich lang, ne? 21, 22, 21, 22, 23, 24, ja. Das könnte knapp werden. Also der könnte jetzt der Bottleneck werden hier bei uns, aber das wird sich zeigen. So. Wenn ich mir so mehrere Rausleger oder Reinleger machen, könnte eher sein, dass der Reinleger zu langsam ist. Das wäre möglich. Gut, hier können wir natürlich dann jetzt erstmal wieder auf Blei ganz kurz umschalten. Na, und dann schalten wir hier nämlich auch auf das Rot um. Weil davon haben wir jetzt wahrscheinlich deutlich mehr. Eigentlich gar nicht, ne? Also das. Na gut, egal. Trotzdem erstmal rein. Das kann auch mal drauf. So, was haben wir denn da noch? Wieso habe ich denn jetzt so von den Crush zur 4 so viel? Kann ich ja mal der hinteren Maschine einfach geben, damit die mal wieder was zu tun kriegt. So. Gut. Also, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir hier erstmal sagen, was wir herstellen wollen. So, Mineral Sludge müssen wir jetzt hier herkriegen, beziehungsweise hier müssen wir das einstellen. Hier brauchen wir jetzt, gut. Das ist ganz schön lang, ne? Nur um Eisen und Kupfer herzustellen. Und das nicht mal so in rauen Mengen, sondern da ist noch nicht unbedingt viel, was denn da nachher entsteht. Es ist was, aber die Massen sind was anderes. Oder wenn man von Massen ausgehen möchte, wäre das was anderes. So. Dann gucken wir hier unten mal unsere Landfill-Produktion. Wie sieht's aus?
120. Wie viel habe ich in der Tasche? Auch 120. Na gut. Läuft einigermaßen. Halt. Nicht dagegen laufen. Hier ein paar Steine mal dazwischen legen. Oh, jetzt habe ich Störung gleichzeitig gedrückt. Wollte ich gar nicht. Und hier nochmal da ein paar Flaschen mit einsortieren. Damit die Forschung dort weitergeht. Achso, da ist ja schon geforscht. Alles klar. So, dann haben wir auch wieder über 50 Flaschen. Sehr gut. So. Das haben wir. Dann haben wir das hier. Den haben wir, die Kiste können wir schon mal wegschmeißen. Hier können wir erstmal das Erz rausnehmen, was wir noch brauchen. Das können wir noch mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. So. Den restlichen Schrott. Immer noch ein bisschen Schrott dabei. Dann legen wir hier ein bisschen. Ne, den Schrott legen wir nicht dazu. Den Schrott legen wir noch dazu. So, wie sieht es hier aus mit dem Blei? Achso, das haben wir schon mal eingestellt, dass es das machen soll, aber ihm noch kein Erz gegeben. Ja, du machst das mal jetzt gerade nicht. Das ist richtig. Ich möchte nämlich noch ein paar Solders machen jetzt erstmal. Was wollte ich jetzt hier unten eigentlich? Achso, ganz nach unten wollte ich gar nicht. Ich wollte hier so auf die mittlere Ebene. Hier kann ich nochmal 6 davon dazu feuern. Da passe ich nicht durch. Das ist natürlich schade. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Eisenerz und dann haben wir hier noch ein bisschen Kupfererz. So. Gut. Dann Land erweitern. Wie sieht das aus hier mit der Karte? Da unten ist nichts zu sehen. Also kommen erstmal noch keine bösen Tiere. Na, weiter. Upsala. Das macht ordentlich Krach, ne? Kannst du sagen, was du willst, aber das scheppert richtig. Das tut mir sogar fast wie in den Ohren. Entschuldige mich bei euch dafür. So. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal hier geklärt. So, Mineral Sludge und Purified Water. Purified Water, da könnte man eine lange Leitung legen. Warte mal, da kann man doch hier schon, oder? Da haben wir doch schon Purified Water. Alles klar. Dann kommen wir mal her. So. Ne, nicht ganz. Ne? Oh, ist das Rohr schon wieder aus? So. Röhrchen. So, dann haben wir doch schon mal Purified Water hier. Zwar jetzt auch nicht in übermäßig Spielzeug. Also, ist, keine Ahnung, schwappt doch hin und her, aber es ist wenigstens da. Gut, dann müssen wir hier Mineral Sludge bloß noch rankriegen. Das ist dann zu machen in Liquifier. Und da gibt es dann schon den MK2. Da könnten wir nochmal gucken. Ach, da brauchen wir auch Claybricks zu. Okay. Dann machen wir nochmal MK1. Und da müssten ja 2 Stück hier ausreichen. Wir brauchen noch ein paar Rohkörper hier. Die können wir mal herstellen. Und dann können wir mal schon mal Kohle hier unten herholen in die Kiste. Einfach nur was können. Was ist hier los? Warum? Ach, produziert das. Okay. Moment. Wir machen mal hier wieder was rein. So. Ja, noch ist viel mit alleine denken dran. 300 mal Kohle. Okay. Muss aber nicht weiter schlimm. So. Die können wir da reinlegen und die werden hier gerade produziert bei mir. In der Tasche. Dann haben wir das doch auch schon mal. So, Liquifier. Die sind natürlich schön niedlich und klein. Und da müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn dafür, um hier... Black Slurry brauchen wir hier. Gut, da brauchen wir dann diese Säure.
Ach ja, diese Säure. Die Säure, die holen wir uns her, oder? Die zweigen wir da oben ab. Was haben wir denn hier? Dann haben wir das Gas, Dioxingas. Das braucht man noch nicht, ne? Wir brauchen richtig Säure, ne? Ja, Sulfur Acid. So. Dann gehen wir erstmal sowieso, gucken wir mal erstmal, wie nah wir da ran können. Dass wir noch durchlaufen können, kann man ja ruhig eins tiefer gehen und dann. Ja, machen wir schon ruhig so. In der Mitte lassen wir drei. So. Dann können wir nämlich hier. Ach, können wir ja gleich wieder Rohre machen. Was tut es denn? So. 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 Produzieren Rohre. So. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Hier sollte jetzt dann von hier das da ankommen. Gut, dann brauchen wir hier Schwefelsäure. Schwefelsäure kriegen wir aus einem Chemical Plant. Das haben wir doch hoffentlich noch in der Tasche. Nein, das habe ich oben eingebaut, alles klar. Dann brauchen wir mal ein neues Chemical Plant und dazu fehlen uns jetzt Widerstände. Kein Problem. Haben wir alles da. So. Nehmen wir gleich zwei mit. Und dann sagen wir mal hier oben, was ist hier los? Woran hapert's? Was? Daran hapert's? Na, das sollte doch wohl nicht das größte Problem sein. So, dann haben wir nochmal 200 davon. Gut, und jetzt können wir nochmal einmal so Chemical Plant machen. So. Na komm, werd fertig. Ein Chemical Plant. Erstellung von Acid. So, und du brauchst dazu Purified Water und Dioxingas. Wer hätte das gedacht? Und ein schönes Rohr bitte bauen. Ich muss echt nur oben wieder Eisen holen, alles klar. War gut, dass das hier noch so halb. Da ist schon wieder was ausgegangen. Was haben wir denn jetzt für ein Problem hier? Da, meine Herren, schon wieder keine Kohle da im Lager. Ja, unglaublich. Mann, Achim. Da geht ja auch nicht was los. So. Achso, Eisen wollte ich noch holen. Eisenerz. Nehme ich auch gleich mit. So. Dann können wir nämlich noch ein paar Rohre machen. Und ein paar unterirdische Rohre. Gut. Unterirdische Rohre, ja. So. Nee, dann ist das hier nicht nah. Ich will ja da durchwandern können. Und eventuell auch mal abzwacken können. So. Na, da jetzt nicht durchlaufen können. Ja, akzeptiere ich. Gut. Dann machst du mir bitte das. So, dann brauchst du wieder Purified Water. Das müssen wir da oben gleich. Wenn wir gleich hier die nächste Leitung legen. Wieder bis nach unten runter hier. Quer. So. So, hätten wir. So, Purified Water hast du, dann brauchst du so für Dioxingas. Ja. Das konnte man machen in so einem Liquifier, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Bau mal ein. Die Erinnerung mich trübt, weiß ich jetzt nicht.
Ja, trübt sie mich. Gut. Dann brauchen wir doch einen Chemical Plant. Was mit dem Strom hier die ganze Sache? Okay. Wie sieht es aus mit Strommasten? Habe ich noch 8 Stück. Das ist auch nicht mehr so viel. Dann messen wir da einen auf und dann stellen wir hier mal einen in die Mitte. Und dann nehmen wir uns das Chemical Plant. Stellen uns das mal hier hin und sagen, du machst mir das. Da brauchst du Oxygengas. Haben wir das nicht auch schon hier irgendwo mal runtergeholt? Oh. Oh, nee. Ah, da oben ist es. So, wo können wir das denn langlegen? Dann legen wir das hier innen lang. Ja, passt. Gut, dann machen wir hier mal ganz kurz das Rohr ab. Das Rohr ran. Oh. Dann zwacken wir das hier ab. Oxygen geht bis dahin. Ist ja wieder der volle Ernst hier. Oh, jetzt sind hier schon wieder die Rohre alle. Manchmal hat man es echt nicht leicht. Ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Verdammt. So, aber wie ihr seht, ich versuche hier diese Eisenproduktion quasi einmal komplett aufzubauen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendein Schritt dazwischen ist, der uns das noch mehr optimieren würde. Beziehungsweise wie es dann nachher ist, wenn man mit Level 2 und MK2 und MK3 Zeug sich herangeht. Ich hoffe, dass es mich nicht allzu sehr dann quasi triggert, dass ich das dann nochmal aufbauen muss. Aber, hey, es ist Factorio. Es ist einfach so. Wir müssen jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen ungerade werden. Geht nicht anders. Sonst kommen wir da nämlich nicht ran. So. Und dann brauchen wir hier die normalen Rohre. Habe ich da auch produziert, oder? Ach so, die sind noch im Werden. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal. Damit das, also das Ganze wird hier jetzt einmal komplett neu aufgebaut. Wir müssen dann hier unten den Schwefel noch hinbringen. Stelle ich eine Kiste hin. Darum habe ich ja genug davon. Das reicht ja eine ganze Weile. Und dann baue ich dann hier nebenan quasi einmal diese Nodule-Produktion, die wir hier haben. Das komplette Konstrukt, das baue ich dann hier nebenan auch nochmal auf, damit wir die Nodule hier von der Seite reintransportieren, damit die hier abgegriffen werden können. Ja. Genau so soll das werden. Und dann haben wir einmal schön diese Eisenproduktion für sich autark. Naja, nicht ganz autark. Wir müssen natürlich noch diese ganzen Sauerstoffgeschichten und sowas alles dann noch beachten, dass die dann auch da sind, wenn wir sie brauchen, beziehungsweise wenn wir es wirklich, wenn wir wirklich den Sauerstoff an der Stelle brauchen, wo wir ihn haben müssen. Aber ich glaube, jetzt haben wir quasi von hier unten angefangen, erstmal nehmen wir hier mal eine Diamantenkiste auf, ne, die Diamanten nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, dann können wir hier auch, da können wir auch ganz langsam nehmen. Der hat Schwefel hier unten rein transportiert, dann holen wir mal einmal Schwefel in die Tasche voll. Und dann könnten wir auch einmal eine Tasche voll Nodule holen, aber ich glaube, das geht gar nicht, weil die Nodule, die wir da haben, das ist die Produktion, ne? Doch, nee. Ja, manchmal steht es halt, wann der Rest steht hier, ne? Wir grasen mal einmal das ganze Förderband hier ab. Damit wir das einmal in Betrieb noch sehen. So lange bleiben wir jetzt hier noch on air, dass wir das einmal kurz anschmeißen. Komm mal her hier. So, 5000 Schwefel. Das sollte eine Weile reichen. Einmal den ganzen Prozess da unten anschmeißen und dann mal gucken, ob das klappt oder nicht klappt. So wie wir uns das vorstellen. Da kann natürlich noch einiges schief gehen. So, also hier müssen wir jetzt Schwefel reinmachen. So, dann produziert das Ding hier das Zeug. Der hat Purified Water, kriegt das Schwefelgas noch nicht, weil ich das noch nicht angeschlossen habe. Alles klar. Das, Problem können wir lösen. So, dann haben wir hier Schwefelsäure. Dann kriegst du einmal ein paar Nodule rein. Und du kriegst einmal Nodule rein. Und dann wird hier fleißig produziert. Black Slurry gibt's hier. Und dann gibt's hier dann... Okay, das ist alles so lastig, dass es immer noch da läuft, oder wie? Obwohl das hier eingespeist wird, werden die als erstes hier versorgt, oder... sieht das aus, ne? So. Und dann haben wir hier einen Greifarm, der ist quasi nicht richtig angeschlossen. Gut.
der greift sich alles Mögliche, was es hier so gibt. Und momentan, ja, das ist natürlich genau das, so wollten wir das haben. Hier sehen wir schon, dass wir hier quasi ein Problem haben, dass nicht genügend Mineral Sludge hergestellt wird in unserem System, wie wir es jetzt ausgerechnet haben. Ich denke mal, also ab und zu ist da was, aber nicht dauerhaft. Na? Also müssten wir noch einen dritten hiervon wahrscheinlich irgendwie mit einbinden und dann wird es schon kompliziert wieder. So, gut. Die Module sind alle. Wir haben es einmal gesehen, dass es was produziert und dass es hier dazu produziert und das ist ganz gut. Ein bisschen staut sich jetzt hier. Das heißt, das hat sogar ein bisschen was gebracht, die ganze Sache. Ja, so sieht ein Strang aus für eine Eisenproduktion und Kupfer. Die Nebenprodukte müssen wir natürlich noch, das verschweigen wir jetzt, dass wir da welche von haben. Ich denke mal, wir werden hier ein so ein Ding mit dass das nicht mit Nodule Sludge ist, sondern dass das ein so ein Ding mit dem mit der Schlacke funktioniert, damit wir dann ab und zu die Schlacke einfach da reinschmeißen und ist die mit im Kreislauf und gut ist. Also, wie ihr seht, gar nicht mal so wenig. Diesen Aufbau benötigt man und das noch nicht alles dabei. Dann, wir brauchen eigentlich noch diesen ganzen Körper, der hier hinten ist, noch hier unten davor. Und dann hat man Eisen und Kupfer. Gar nicht so einfach. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr hier was gelernt habt vielleicht oder was gesehen habt, wo ihr es auch machen wollt oder vielleicht eventuell was macht oder es nachbaut oder Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Kann ich gut gebrauchen, glaube ich. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, das würde mich auch sehr freuen und wenn wir uns dann morgen wiedersehen, würde es mich noch mehr freuen. Bis denn. Tschüss.